An der Heinrich-Böll-Stiftung hat mich vor allem das Veranstaltungsprogramm begeistert. Und ich stimme auch mit den Grundwerten der Stiftung wie Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, der Migrationsaspekt, Umweltschutz und Naturschutz. Natürlich auch die finanzielle Förderung. Und Geschlechtergerechtigkeit überein. Diese Dinge, die ich ganz wichtig finde und auch wichtig finde, bei einer Förderung mit einzuschließen. Also das Veranstaltungsprogramm der Heinrich-Böll-Stiftung ist für mich so wichtig, weil es mir ermöglicht, über den Horizont meines Studienfachs hinauszublicken. Weil ich einen Gegenpol zu meinem Studium haben wollte, weil das jetzt schon ziemlich speziell ist, Forstwissenschaften, und ich mich in meinen Interessen nicht einschränken wollte. Weil es auch die Möglichkeit bietet, mich mit anderen Stipendiaten und Stipendiatinnen zu vernetzen und dadurch auch Ideen und Anregungen für mein eigenes politisches Engagement zu bekommen. Also man muss dazu sagen, ich habe erst eine Ausbildung gemacht, ich bin Feinwerkmechaniker gelernt, habe dann mein Fachabitur gemacht und dort wurde ich halt auch wieder dann von Lehrern angesprochen, ob ich nicht noch mehr daraus machen will. Und dann habe ich halt selber auch mal überlegt, wie wäre es mit einem Stipendium. Und dann habe ich mich informiert und gesehen, dass die Heinrich-Böll-Stiftung eigentlich die größte Äquivalenz zu meinen Interessen hat. Seit 2008 arbeite ich an einem Projekt in Peru mit. War auch zweimal dort, wo eine kleine Schule aufgebaut wird. Ich bin im AStA aktiv, also generell hochschulpolitisch und auch bei der Grünen Jugend. Ich bin bei Greenpeace Aktivistin und jetzt gerade auch im Fachschaftsrat. Ich habe im AStA das Kultursport-Freizeitreferat gemacht, was sich auch viel mit der Organisation von Konzerten auseinandersetzt. Ich bin der Ansicht, dass soziales Engagement eigentlich zu jedem in der Gesellschaft gehört, zu einer Gesellschaft gehört, zur Teilhabe in einer Gesellschaft, deswegen eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Und das wird auch so in der Stiftung gesehen. Es gehört einfach dazu und das finde ich toll. Da wird nichts Besonderes draus gemacht, sondern was Normales und das trotzdem aber gut geheißen. Das finde ich eine ganz tolle Mischung. Na, ich habe im Vorhinein habe ich schon überlegt, ob ich dafür eigentlich in Frage komme, weil Stipendium immer noch sehr nach Elite klingt. Und ich bin nicht sicher, ob ich das so erfülle, aber im Nachhinein passe ich in diese Form von Elite total rein, weil sie nicht so elitär ist.